Hallo liebe Zuschauer, nun ist das Wasserplätschern auf dem Marktplatz zu Zweiberg wieder zu hören. Nachdem der Brunnen vor gut anderthalb Wochen von den zuständigen Stellen der Stadt Goslar außer Betrieb genommen wurde, ist die defekte Pumpe nun ersetzt worden. Außerdem wurde um den Brunnen herum sowie auf dem Weg das Unkraut auf Anregung Sudmarberger Bürger entfernt. Nun erstrahlt alles wieder in vorzeigbarer Manier. Eine Frage bleibt aber dennoch. Was soll getan werden, um den Status quo, sprich den jetzigen Zustand, zu halten? In der Vergangenheit hat es meist nicht lange gedauert und der Wasserschirm warf seine Strahlen über die Umrandung, womit dem Brunnen viel Wasser verloren ging. Aber auch an dieser Frage bleiben wir für Sie dran. Bleiben Sie gesund, Ihr Euer Sascha.